Hier ist der Plan eines Schulhofs, der aus Quadraten besteht. Frage, welche ist die kleinste Anzahl von Aufsehern, die mit Punkten gleichgesetzt werden, so dass jeder Punkt des Schulhofs von mindestens einem von ihnen gesehen werden kann? Wenn wir den ersten Aufseher hier hinstellen, dann sieht er jeden Punkt von dieser roten Fläche. Wenn wir einen zweiten Aufseher hier hinstellen, dann sieht er jeden Punkt von dieser blauen Fläche. Diese zwei Aufseher reichen also, damit jeder Punkt vom Schulhof gesehen werden kann. Und somit ist Antwort B die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.